Guten Morgen, meine Freunde, zum Gamescom-Log oder so. Ja, es ist gleich 7.43 Uhr, dann sollte der Bus kommen und ich bin schon gespannt, wer alles im Bus drin hockt. Itip sollte drin hocken, vielleicht noch andere Freunde von mir. Noch kommt er nicht, ich bin gespannt. Es warten fast 2 Stunden Fahrt nach Köln auf mich und ich bin übelst verschlafen, weil 3 Stunden Schlaf sind nicht gut. Mein Biorhythmus ist halt normalerweise etwas anders. Aber jetzt geht's erstmal los. Tag, wir sind hier auf dem Weg zur Gamescom. Erstmal willkommen bei Troftu. Okay. Ich sag am liebsten mal, wer du bist. Ich? Ja, ich bin der Adrian, aber ihr kennt mich wahrscheinlich als Itip2. Ja, so sehe ich aus. wir haben gerade festgestellt, der Zug extra zur Gamescom ist da drüben. Wir stehen hier. Wir hoffen einfach mal, dass der Zug von hier auch nach Köln fährt. Also fährt, Köln-Messe, nicht Köln, was weiß ich. Ja, wie ihr seht, haufenweise Leute. Fühlen Sie sich beengt? Ja, ja, also jetzt ist es besser. Ja, hi, wir sind gerade angekommen. Zugfahrt war sehr... Erflößend? Ja, erflößend. Das hat ja echt ein gutes Zeug da. Sag mal, was soll der da? Hey, geil! Wird komplett ausverkauft. Voraussichtlich ab ca. 13 Uhr kann ein Nachmittagsticket erworben werden. Vielleicht dann schon so viel leerer sein wird. Davon, wie viele Besucher das Gelände. So, jetzt sind wir ja nach über 1,5 Stunden Warten endlich hier drin. Ja. Was tun wir nun? Wir laufen nach Halle 6, da steht EA und dann hoffen wir, nicht über 2 Stunden auf Battlefield 4 warten zu müssen. Geil, Applaus für das Ding! So.
Ja, wir sind gerade aus dem Battlefield-Kasten rausgekommen. Das hätten wir jetzt abgehakt. Wir haben sage und schreibe nur 5 Stunden für Battlefield. Ja, verplempert will ich jetzt nicht sagen, aber man wird da für 20 Minuten in den Raum geschmissen. Irgendwas wird einem erklärt. Okay, Battlefield 3 haben wir alle gespielt. Wie man das Spiel spielt, wissen wir ja alle. Aber jetzt die Viertelstunde, die wir da bekommen haben, um uns an die Karte zu gewöhnen und alles andere, war jetzt nicht so geil, würde ich jetzt mal sagen. Ja, DICE hat noch einiges zu tun bis zum 31. Oktober. Bugs gab es ja reichlich. Okay, jetzt gab es keine im Boden verschwinde Partys wie in der Battlefield 3 Beta, aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich nicht besonders viel mich auf den Boden gelegt habe. Ja, aber das Spiel sieht gut aus. Ich bin jetzt irgendwie etwas desillusioniert nach dem 4 Stunden lang anstehen Hype, jetzt muss was Geiles kommen, aber mal schauen. Ja, Kabel und so. Also bei mir ist es ähnlich. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, grafisch, und vom Sound her fand ich es echt Bombe. Ja, also gerade der Sound, der war richtig. Ja, dann ist das Spiel auf jedem zweiten Rechner abgeschmiert, ne? Und ja, wie gesagt, die Bugs waren auch nicht so toll. Ich bin gespannt, wie das wird zur Beta hin. Ich werde es erstmal nicht vorbestellen, ich werde warten. Nee, Gran Turismo 6.
So, auf dem Weg nach Hause sind wir zufällig in Köln vorbeigekommen. Wir sind hier, wie ihr seht, sind wir mit Gamescom für heute fertig. Und ja. Auf jeden Fall, was der iTap gerade eben sagen wollte, ist, dass wir jetzt eine Runde hier noch abhängen in Köln, ein bisschen was essen, zu Saturn gehen, billige Spiele kaufen, die dann bei GameStop irgendwann eintauschen. Und das ist kein Tipp. Und danach geht's nach Hause, also keine Zeit zum Aufnehmen. Ich denke mal, das ist soweit klar. Bis dann! Ja, so, wir haben jetzt ungefähr 21:30 abends. Es ist schon ziemlich dunkel, deswegen sieht man mich kaum noch. Und nach ungefähr 14 Stunden, da fällt gerade ein Auto vorbei, ist das nicht schön. Nach ungefähr 14 Stunden und in absoluter Dunkelheit geht es die letzten Meter nach Hause. Das war der erste Tag der Gamescom. Morgen fahren wir noch ein bisschen früher los, weil es halt einfach so mega voll war. Und vor allen Dingen stellen wir uns nicht nochmal für 5 Stunden bei Battlefield an. Soweit ist das schon mal klar und ja, was wir dann morgen machen, das werde ich dann auch wieder filmen. Ist das nicht toll?